Ein ganzes Land im Gleichschritt. Freiwillig oder unter Zwang. Hitler will die totale Diktatur. Das setzt voraus eine Durchherrschung der gesamten Gesellschaft. Also die Indienstnahme, die Ausschaltung, die Gleichschaltung von allen gesellschaftlichen Verbänden und Machtgruppen. Ab 1933 werden Zug um Zug alle Bereiche von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft gleichgeschaltet. Größtes Hindernis für Hitler ist die Souveränität der Länder. Sie wird Stück für Stück aufgehoben und 1934 endgültig durch Gesetze auf das Reich übertragen. Reichsstatthalter übernehmen die Leitungsfunktionen in den einzelnen Ländern. Großreinemachen. Die Beamtenschaft wird auf den neuen Staat ausgerichtet. Per Gesetz werden jüdische oder politisch missliebige Beamte aus dem Staatsdienst entfernt. Die Gewerkschaften, in denen Millionen von Arbeitern und Angestellten organisiert sind, sind in den Augen der Nationalsozialisten eine besonders große Gefahr. Am 2. Mai 1933 werden sie in ganz Deutschland zerschlagen. SA-Trupps verwüsten wie hier in Leipzig die Gewerkschaftshäuser, verhaften Funktionäre und verbrennen Unterlagen. An die Stelle der Gewerkschaften tritt die nationalsozialistische Deutsche Arbeitsfront. Die NS-Presse feiert die restlose Eingliederung aller Schaffenden. Generalsäuberung. Die Gewerkschaften sind zerschlagen, jetzt folgen die Parteien. Das Berliner SPD-Parteivorstandsgebäude wird von der SA besetzt. Die anderen Parteien lösen sich selbst auf. Mitte Juli wird die NSDAP zur einzig zulässigen Partei erklärt. Der Reichstag mit ausschließlich NSDAP-Mitgliedern tagt selten und dient ausschließlich als Bühne für Hitlers Proklamationen. Eine Opposition existiert nicht mehr.